Habt ihr ein Bild vom Kind oder habt ihr ein Bild vom Menschen? Macht ihr da einen Unterschied? Ja, wir haben ja euch ja quasi schon mit dem Teaser und mit der Einladung ja ein paar Fragen gestellt, die fordernd irritierend sind. Wir haben jetzt natürlich noch mehr Irritationen mitgebracht, noch mehr Thesen und noch mehr Fragen. Und das Wichtigste ist uns, dass wir euch einfach einladen möchten, die Thesen und die kritischen Fragen, die wir mitgebracht haben, entweder selbstkritisch zu hinterfragen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch eine eigene Session nachher draus machen und sagen, hey, diese These, da hätte ich jetzt Bock, noch weiter zu diskutieren, da möchte ich gleich eine Session anbieten. Wir bieten natürlich auch noch eine Folgesession an. Die Thesen und Fragen, die wir stellen, die kann man natürlich unabhängig von der Pädagogik stellen oder können auch unabhängig davon gesehen werden. Der Bruch, den wir beschreiben, fällt aber im elementarpädagogischen Alltag, also Krippe, Kindergarten und Hort, sehr besonders auf. Und welche Kritik wir dahinter sehen, aber auch welche Chancen, versuchen wir euch darzustellen. Genau, und so einen ganz kleinen Exkurs in die Pädagogik wollen wir schon noch geben. Und deswegen gibt es noch so einen kleinen Teaser so zum Thema zum Bildungsauftrag. Also was hast du als Pädagoge für einen Bildungsauftrag? Da geht es ganz klar um die Körnerschaften der einzelnen Kinder, dass du Rahmenbedingungen schaffst und dass du halt alle Entwicklungsbereiche der Kinder abdeckst. Also es ist auch gesetzlich vorgegeben in Deutschland, dass du einen Bildungsauftrag hast, also schon im Kleinkindalter. Also Krippe fängt es da auch schon an. Und es muss abgedeckt sein. In der Ausbildung als Pädagoge, das Spannende ist, also meine ist da schon über 25, nee, schon mehr Jahre her, die anderen ihre noch nicht so lang, aber eigentlich ist immer eins als roter Faden geblieben, und zwar, es wird immer permanent vom Bild vom Kind gesprochen. Also, dass es lernen will, dass es mündig sein möchte oder auch ist. Und pädagogische Fachkräfte sind Begleitende und geben Hilfestellung, wenn das Kind es einfordert. Also eigentlich hat sich der Spruch von Maria Montessori, hilf mir, es selbst zu tun, hat sich fast in allen reformpädagogischen Bestrebungen durchgezogen. Und so die erste Irritation, die wir immer setzen, ist zu hinterfragen, wenn wir mit PädagogInnen arbeiten, habt ihr ein Bild vom Kind oder habt ihr ein Bild vom Menschen? Macht ihr da einen Unterschied? Ne? Also ist nur das Kind lernwillig und motiviert und also intrinsisch motiviert vor allem? Oder sind es erwachsene Menschen auch? Was habt ihr denn für ein Bild von euch selber und von euren KollegInnen? Und das ist immer schon so die erste Irritation, die wir da setzen, die wir uns auch selber gefragt haben, warum wird es noch geschult in der Ausbildung? Warum wird immer noch nur vom Bild vom Kind gesprochen und nicht vom Bild vom Menschen? Warum werden die Stärken der Kinder gestärkt, die Interessen gestärkt, Rahmenbedingungen gesetzt für Kinder, aber für die Erwachsenen nicht? Und wenn man dann vom Kindergarten schon wieder weiterguckt in den Hort oder in die Schule, da wird dann auch noch weniger auf die Stärken wieder eingegangen. Da ist man dann schon wieder im neuen System drin. Da wird dann schon wieder nur noch geguckt, wie der Bildungsplan umgesetzt werden kann. Jede Kita, also Kindergarten, Krippe, Hort, hat eigentlich in Deutschland auf jeden Fall einen demokratischen Auftrag. Also Mitbestimmung, Beteiligung, eine Wertevermittlung, Vermittlung von Prinzipien und vielleicht als wesentlichsten intrinsische Motivation durch Rahmenbedingungen. Auf keinen Fall extrinsische Motivation unterstützen oder einen Hauch davon vor allem ins Spiel zu bringen, ja. Genau, also da wird echt alles dafür getan, dass, weil man weiß, dass Kinder intrinsisch motiviert sind, dass diese Rahmenbedingungen beibehalten werden, dass man nicht anfängt, die Kinder zu demotivieren, indem man anfängt, sich einzumischen. Und dann ist so unsere Frage, die wir stellen, warum sollte man erwachsene Menschen motivieren und warum sollte man die motivieren müssen, wenn nicht mal Kinder motiviert werden müssen, wo man ja denkt, Kinder sind. Die wissen noch so wenig, die sind noch nicht ganz entwickelt oder wie auch immer. Warum gesteht man das denen so selbstverständlich zu? Und warum sollte das mit dem Erwachsenenalter aufhören? Und hört es wirklich auf? Kindern soll man Zutrauen schenken, aber Pädagogen
brauchen eine Leitung, die ihnen sagt, was sie zu tun haben. Das ist Wirklichkeit, was wir wöchentlich erleben, wenn wir in Kitas arbeiten. Und diesen Bruch müssen die Fachkräfte aushalten. Und dabei könnte es eigentlich so einfach sein. Genau, indem man denen genauso das Zutrauen schenkt wie den Kindern. Dann das Nächste, was wir auch schon angesprochen hatten, eben, dass bei Kindern gehen PädagogInnen automatisch von dem Menschenbild Y aus, also dass die Kinder im Grunde gut sind. Und dann ist die Frage, warum sollte sich das im Laufe des Alters ändern? Also ja, dann würde das ja automatisch implizieren, der Mensch wird, je älter er wird, schlechter oder fauler oder er mag nicht mehr. Genau. Wobei das Spannende ist ja auch, also wir erleben ja auch viele Fachkräfte, die direkt von der Schule kommen. Also eine Erzieherausbildung geht 4 Jahre. Mhm. Ja. Also in Baden-Württemberg. Aber Theorie XY ist da nicht bekannt. Also ich habe noch keinen getroffen. Du? Nee. Es wird halt nur davon also geredet, eben Kinder sind gut, Kinder wollen lernen, die sind intrinsisch motiviert. Ein Kind lernt laufen, sprechen, essen mit Besteck. Alles ohne, dass man es motivieren muss, es will es. Ja, warum sollten das erwachsene Menschen, warum sollten die von außen eine Motivation brauchen, selber ihre Stärken zu stärken? Pädagoginnen begleiten Kinder in der Art, dass sie sich in einer komplexen Welt zurechtfinden. So gestalten sie den Alltag mit den Kindern, arbeiten an den Rahmenbedingungen. Das ist ein Grundauftrag. In der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen, und da ist ja wieder der Bruch, sind die Rahmenbedingungen geprägt von Regelkatalogen, immer mehr Vorschriften, das können wir also in den letzten Jahrzehnten noch verfolgen, und natürlich eine ausufernde Bürokratie. Und da wird auch wieder deutlich sichtbar, viele Organisationen sind im Irrtum verfallen, dass sie Komplexität steuern können. Genau, und das auch unabhängig jetzt, ob es eine pädagogische Einrichtung ist oder ein Unternehmen, das auf dem freien Markt ist. Es macht da jetzt keinen Unterschied. Man merkt einfach immer nur in der pädagogischen Praxis diesen Bruch nochmal extremer. Vielleicht ist eine Grundschule noch ein bisschen anders, da ist es noch wirklich so stärkenorientiert. Natürlich gibt es da auch einen Lehrplan und allen drum und dran. Aber ich glaube, beim Übergang in die 5. oder 6. Klasse, da kippt es auch die Erkenntnis, ich habe es mit einem komplexen Wesen zu tun. Es wäre nur kompliziert und ich könnte es steuern. Also mechanistisches, Normen, klar zu wissen, wann ich was zu lernen habe und. Also da kippt es noch am deutlichsten natürlich. Dann ist noch so ein Thema Führungskräfte. Also in der Arbeit mit Kindern gibt es keine Chefs. Also die Gruppe der Kinder interagiert miteinander und da übernimmt jedes Kind mal Führung, wie es auch im Erwachsenenalter sein sollte. Also da sind alle an Führung beteiligt. Den PädagogInnen wird jedoch aber vermittelt, dass sie eine Hierarchie brauchen, also dass sie eine Führungskraft brauchen, sei es um Konflikte zu lösen mit KollegInnen, dass sie dann zur Leitung gehen und nach Hilfe fragen oder um eine Stabilität an sich zu bekommen. Und die Leitung muss natürlich auch an der Spitze stehen. Das wird auch eingebläut. Also zum Kind hin, soziale Kontrolle innerhalb der Gruppe und innerhalb der Kolleginnen und Kollegen ist dann diese soziale Kontrolle ein Stück weit ausgehebelt nach dem Motto, da kümmert sich dann die Leitung drum. Mit Kindern wird direkt an Lösungen gearbeitet, direkt demokratisch, miteinander, füreinander. Im Alltag ist der Entscheidungsspielraum der Pädagogen im Team deutlich begrenzt. In der Regel werden von oben hinter verschlossenen Türen Lösungen entwickelt, die direkt tief umgesetzt werden. Also eine konsequente Trennung einer Think- und Work-Ebene, genauso wie ich sie in der Industrie auch schon kennenlernen durfte. Genau. Die nächste These: Im Alltag gibt es einen natürlichen Konflikt unterschiedlicher Interessensgruppen, also zwischen Eltern, zwischen PädagogInnen und der Verwaltung. Wir fragen uns, ob es nicht besser wäre, wenn es einen positiven Wirkungskreis gäbe zwischen den Anspruchsgruppen. Also es wird schon auch von der Erziehungspartnerschaft geredet, aber es ist trotzdem immer noch alles sehr getrennt. Und ob das dann nicht zu einem viel besseren Miteinander, Füreinander führen würde, wenn die Organisationsmitglieder auch wirklich an oberster Stelle stehen würden, um gute Wertschöpfung leisten zu können und dadurch auch einfach eine gute und erfolgreiche Arbeit. Beim Bild vom Kind, eigentlich ein Bild von Menschen, sagt man, dass jedes Kind ein Träger von Motivation ist. Beim pädagogischen Personal bekommt die Leitung den Auftrag, ihre Mitarbeiterinnen zu motivieren und das Potenzial zu entwickeln. Steht in fast allen Fortbildungen, die wir lesen können, für Fachkräfte im pädagogischen Bereich. Die nächste Frage, die wir uns gestellt haben,
Wie sollen Führungskräfte oder beziehungsweise eher dann auch Fachkräfte ihrem Bildungsauftrag gerecht werden, wenn im System gelebt wird, das Kind ist gut, das Kind zählt, der erwachsene Mensch jedoch nicht. Da ist es nicht so wichtig, den Bedürfnissen nachzukommen. Warum spricht man dann den Kindern das zu, dass sie Experten sein wollen, dass sie ihre Stärken stärken wollen, dass sie Könner werden in ihren Themen, die sie interessieren, sei es jetzt über Dinosaurier, sei es über Traktoren, sei es über Sterne oder sonstiges. Und die kriegen die Zeit dafür. Warum kriegen das erwachsene Menschen nicht? Und warum ist immer noch so dieses Denken, man muss Anreize schaffen durch Zielvereinbarungsgespräche, durch Leistungsentgelt, anstatt mal zu fragen, was sind denn deine Interessen? Wo möchtest du noch, wo kannst du was eingeben, damit es der Wertschöpfung zugute kommt? Fachkräfte, erwachsene Menschen an die Hand nehmen, obwohl alle in der Ausbildung lernen, dass sie genau das bei den Kindern nicht machen sollen. Also hier wieder auch der klassische Spruch von Maria Montessori: Hilf mir, es selbst zu tun. Und an die Hand nehmen, da gibt es alle möglichen Varianten. Ihr kennt, euch fällt sicherlich auch was ein. Auf die Spur bringen, aufs Gleis setzen, ins Boot holen. Genau, und zum Abschluss haben wir noch ein wunderschönes Zitat von unserer Kollegin Elisabeth Sechser aus Wien, mit der wir auch viel über Pädagogik sprechen, uns austauschen, wie läuft es in Österreich, wie läuft es in Deutschland, weil wir da leider auf die gleichen Unstimmigkeiten immer treffen. Genau, und die hat gesagt, Elisabeth: Kindergärten sind Demokratiewerkstätten. Das dominant hierarchische Organisationsmuster und die zentral gesteuerte Überregulierung stören den großartigen pädagogischen Grundauftrag, verhindern starke Zusammenarbeit und sind Ursachen für den Fachkräftemangel. Auch ein ganz großes Thema. Die Organisation widerspricht sich selbst. Sie braucht gänzlich andere Strukturen und ein völlig anderes Verständnis von gemeinsamer Führungsarbeit. Es ist möglich, diese Organisation viel besser zu gestalten. Die Menschen warten darauf. Und es ist auch unsere demokratische Pflicht. Und es ist einfach so ein schöner Schlusssatz, dass wir damit jetzt enden würden. Und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir haben schon gesehen im Chat, dass Fragen reingekommen sind. Wir können die gerne in der Session weiter besprechen und in den Diskurs gehen. Wir müssen uns entscheiden langfristig für die Zukunft. Wollen wir Demokratie oder Nicht-Demokratie? Oder um es nach Eisler zu formulieren, wollen wir ein dominanzgeprägtes System unterstützen oder eher ein partnerschaftliches? Dazwischen gibt es nichts. Es gibt ja Leute, die sagen, man kann ein bisschen von allem machen, aber das ist Blödsinn. Fast ein Zitat von Nils.